Immer noch ist es kalt und neblig. Der Tag hat gerade begonnen und wieder schneien die ersten schwarzen Flocken. Sie erinnern vielmehr an kleine Aschepartikel, die beim Verwischen über die Haut schlieren, ziehen und krümelig zurückbleiben, anstatt normal zu schmelzen, wie es Schnee ebenso tun sollte. Ephadaios hat sich aufgemacht in Richtung Hafen. Die anderen wurden von der Stadtgarde in Richtung Ifrentempel gebracht, wovor die eine Hälfte nun wartet und die andere Hälfte im Inneren steht, unten im Rott Report erstattet. Hier schneit es zwar auch, doch kalt ist es seltsamerweise nicht. Ihr spürt deutlich die Liebe von der Schwanentochter, die einzige, die den grimmen Zorn von Fädichen Firun bändigen kann. Siebter Zar, und damit beginnen wir mit den Leuten vor dem Tempel. Ja, hier stehen Fiona, Romilly und natürlich die ganzen anderen, unter anderem Ukta und Sturmfels, die Stadtwache Danislav von den Valusianern, der Leutnant Alrixey und noch eine Maraskanerin. Du hast gesehen, wie mehrere Männer wohl in den Tempel hineingegangen sind und sich dann zu den anderen gestellt haben. Wirklich verstehen kannst du sie nicht. Du weißt nicht genau, was dort besprochen wird. Ja, angesichts der Tatsache, dass Romilly auch nicht alleine ist aktuell, wird sie sich wohl damit gedulden müssen, draußen zu warten und ein wenig Smalltalk mit den anderen hören, die schon länger bei dieser Reisegemeinschaft dabei sind. Signora, ihr habt rote Haare. Seid ihr eine Torwallerin? Ihr seht gar nicht so hässlich aus. Romilly schmunzelt. Nein, Senior. Aber ich komme aus Riverwald, falls euch das etwas sagt. Einen Moment, ich bin mir nicht ganz sicher, wo Riva ist. Es hört sich sehr nördlich an. Ist es auch. Nun, das Handelshaus Störebrand hat dort eine Niederlassung und auch eine Magierakademie errichtet, wie ich von Ja, einem meiner Brüder hörte. die Störebrands sitzen noch überall. Nicht wahr, Signora? Aber gut, ich wollte nur wissen, wo ihr steht, und damit ich weiß, wie ich eure roten Haare deuten soll, denn bei uns gibt es das nicht. Wir haben zwar auch ein paar Torwaller bei uns in Alanfa, aber rote Haare, das ist etwas sehr Exotisches. Aber schnurrt er dich so ein bisschen an. Aber. Ich habe eure Geschichten von Al-Anfa mitbekommen. Es scheint eine sehr, wie soll ich sagen, interessante Stadt zu sein. Ah, die interessanteste Stadt. Ne? Nicht langweilig, immer ist etwas los. Man muss nur wissen, wie man sich bewegt. So, ihr meint also, eine junge Dame wie ich könnte da leicht in die falsche Gesellschaft geraten? Ah, Signora, mit meiner Begleitung werdet ihr keine Angst haben brauchen. Ah, wir gehen etwas über den Sklavenmarkt und ihr könnt euch eine hübsche Frau aussuchen oder einen Mann. Er überlegt kurz. Na, das ist nicht gut. Vielleicht einen kleinen Mohaha, der euch hilft beim Putzen und beim Sp Nein, lassen wir das. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wie ich mit einer so hübschen Frau wie euch reden soll. Aber, ihr braucht doch nicht verwirrt sein, Senior. Aber sagt, die war noch gleich euer Name. Ich fürchte, ich kann mir Namen nicht sonderlich gut merken. Ah, ich bin der große Ugdan Stummfels. Seefahrer, Boron-Akolut, Mannschaftssprecher, alles so ein. Ah, die gute Seele des Herzens. Ja? Man vertraut mir, die Leute reden mit mir, und wenn ihr uns demnächst weiter begleiten mögt, dann werde ich selbstverständlich immer an eurer Seite sein, wenn ihr mich braucht. Ja? Es klingt nach einem interessanten Angebot. Nun, aber ich fürchte, das wird an Herrn Jalan liegen, soweit er Ah, diese Gruppe Jalan mit. begleiten darf. Ah, er verkreuzt so ein bisschen die Finger. Mit Jalan bin ich so. Ja, wenn ich sage, wir brauchen dich, dann wird er sicherlich auf mich hören. Er tut, was ich möchte. Sehr von euch überzeugt zu sein und von euren Fähigkeiten. Rommelig schmunzelt. Signora, ich weiß natürlich genau, was ich kann und was ich nicht kann. Und die Liste mit den Dingen, die ich nicht kann, ist etwas kleiner als die Liste mit den Dingen, die ich kann. Romilly lacht herzhaft. Aber mir ist gar nicht kalt. Das ist merkwürdig. Normalerweise bin ich doch recht anfällig gegen diese Temperaturen, aber was ist diese Irrfern? Nun, das ist Ifien gilt im Glauben als die Tochter Firuns, die einzige, die den Zorn ihres Vaters ein wenig zu dämpfen vermag. Vermutlich liegt es daran, dass wir
etwas wohler fühlen von der Temperatur her. Firun ist der Gott der Jagd, nicht wahr? Auch, ja. Worum kümmert er sich denn noch? Er ist der Gott des kalten Winters. Ach so. Ah, das war mir gar nicht bekannt. Wir haben natürlich noch einen Firun-Tempel bei uns, aber der liegt so ungünstig in den Gassen der Stadt, da wagt sich niemand mehr hin und nun, wir verehren den Winter nicht, also haben wir wohl nur die Götter der Jagdaspekte. Vermutlich. Ihr könnt mir noch so viel beibringen, ich sollte immer an eurer Seite bleiben. Ja, wir können einiges voneinander lernen. Derweil drinnen im Ifern-Tempel. Ja, ihr hattet jetzt so ein paar Dinge schon über die Arche verraten. Nemrod geht so ein bisschen mit seinem Krückstock auf und ab, bleibt dann stehen. Also gut, das schwarze Schwert. Ihr habt das dabei? Sehr wohl, Magister Brignigian hat es hier. Hm, ich sehe es. Immer noch eingeschlagen. Also gut, dann händigt es doch bitte aus. Eine der vermummten Wachen mit Schwert tritt hervor und würde dann die Hände ausstrecken, sodass Brindijan es übergeben kann. Der schaut dich an. Eure Exzellenz, wie ihr den Bericht sicherlich entnehmen werdet, gibt es da ein kleineres Problem. Es scheint gar so zu sein, als wäre das Schwert für die Kontrolle über die Arche essentiell. Essentiell. Und die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, besagen dies. Und die Steuerfrauen, auch wenn man ihnen vielleicht nicht trauen sollte, untermauern diese These ebenfalls. Das heißt, es ist für die Kontrolle über diese Arche von großem Nutzen. Und ihr seid der Meinung, dass das Schiff weiter kontrolliert werden sollte? Es sollte zumindest nicht dort, wo es jetzt ist, bleiben. Also gut, wenn ihr dafür eintretet, dass dieses Schwert nicht in die Hände der Feinde fällt, also Xeraan, den Unersättlichen oder ähnliches Gekreuch. Ich habe es natürlich auch sicher bis hierher gebracht. Wenn Xeran es haben will, muss er es mir aus meinen kalten, toten Händen reißen. Nun, diesen Spruch habe ich schon öfter gehört. Aber ihr habt euch bewiesen und wenn ihr... Nun, ich werde diesen Gefallen erwidern. Wenn ihr meint, dass ihr das Schwert braucht, um die Arche zu kontrollieren, dann soll es euch weiterhin nicht gehören, aber in eurem Besitz verbleiben. Glaube mir, Eure Exzellenz, je Wir werden früher ich später das darauf Ding. zurückkommen und ich möchte es unbeschadet wieder haben. Glaub mir, je früher ich es nicht mehr sehen muss, desto lieber ist es auch mir. Es flüstert leider manchmal zu. Es flüstert zu. Nun, dann solltet ihr euch eventuell mit einem Inquisitor unterhalten. Er und seine Mannen wissen, wie man sich gegen solche Einflüsterungen schützen kann. Das wird das Beste sein, ja. Ich habe meinen Inquisitoren vor langer Zeit, als ich noch für sie tätig war, viele solche Dinge beigebracht. Nun, dazu allerdings dann später mehr. Mir behagt die Waffe selber auch nicht. Ihr solltet sie nicht führen. Wir haben einige Tests in der Feste Koschgau angestellt und immer war es eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Galan reibt mal unterbewusst seine Hand ein wenig am Hosenbein. Kannst sehen, wie seine eine Augenbraue nach oben gezogen wird. Nun, ja. Nun, mein werter Herr Ritter vom Schnattermoor, ihr solltet wissen, dass meine Menschenkenntnis bei der Inquisition herausragend war und ich habe diese Position bei der KGA nicht umsonst bekommen. Ihr solltet mir also nichts verschweigen. Nun, wie ich bereits sagte, ja, ich kann diese Erkenntnis bestätigen. Persönlich. Gut. Lasst euch nicht verführen.
Er schaut einmal zu Ragnar rüber. Wir werden uns noch einmal bei euch melden und über eine Vergütung sprechen. Zwar habt ihr das Endurium nicht selbst beschafft, aber ihr wart bis Maraskan dabei und standet auch in unseren Diensten. Ihr werdet das also nicht vergessen. Das freut mich zu hören. Ragnar verbeugt sich einmal. Mir wurde auch zugetragen, dass ihr eine Rüstung auf Maraskan mitgehen lassen habt. Richtig, die Rüstung von Belharion Manning. Und diese befindet sich aktuell im Rondra-Tempel, richtig? Ja. Die Rondra-Geweihten haben wohl eine neue Nachricht von euch, da sie nicht genau wussten, wo man euch findet. Der Magier Jasper der Wandler wurde zum Teil untersucht und noch in der Nacht haben die ersten Magister eine Untersuchung beanraumt. Und mittlerweile weiß es wohl der große Rat der Stadt. Ihr werdet also, wenn ihr zum Rondra-Tempel geht, dort nicht nur eine Nachricht bezüglich Jasper dem Wandler finden, sondern natürlich auch etwas über den Verbleib eurer Rüstung erfahren und ihr werdet einbestellt werden in den kleinen Rat. Sie wollen wohl alle wissen, wie es mit der Arche weitergeht. Ich selbst überlasse euch die Entscheidung. Und selbstverständlich können einige bornische Adlige, Magier und Geweihte nicht über dieses Schiff bestimmen. Sie versuchen es aber wohl und werden euch ihren Willen aufzwingen. Nun, unabhängig von eurer Autorität sollten wir uns die Ansichten solch weiser Persönlichkeiten nicht entgehen lassen. Diskutiert mit ihnen, wie es euch beliebt. Und dann Ich. entscheidet nach eurem eigenen Gutdünken. Ich muss dennoch fragen, unabhängig vom Verbleib der Arche, wie lauten unsere weiteren Anweisungen? Nun, zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keine Anweisung. Ihr agiert also als Agenten nach eigenem Maß. Ob in der blutigen See oder, nun, ihr könnt auch wohl in Richtung Norden ziehen. Im Norden gibt es auch immer etwas zu tun. Das schwarze Eis muss ebenso bekämpft werden. Ich habe zwar einige Agenten auch dort vor Ort, aber die aktuelle Lage in der blutigen See scheint mir wohl mehr Sorge zu bereiten. Bekämpft die Dinge, die sich dort befinden. Dämonen, Paktierer, Piraten. Und wenn ihr etwas braucht, werdet ihr mich wohl finden. Immerhin habt ihr Agenten von mir auf eurer Seite. Natürlich. Also tun wir ihn einfach immer da weh, wo es am meisten wirkt. Wenn ich neue Befehle erteile, dann lasse ich sie euch überbringen. Ihr werdet dann schon wissen, dass sie von mir sind. Sehr wohl. Und falls sich weitere Entwicklungen ergeben, bin ich mir sicher, dass sich unser gemeinsamer Bekannter von alleine bei euch melden wird. Er nickt. Also gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann wären wir hier durch. Euer Exzellenz. Er nickt. Ich blicke nochmal über die Schulter zu meinen. Es ist von den Anwesenden ist nur Ragnar dabei, ja? Lass mich gerade kurz gucken. Brindijan, Jarlan, Ragnar, Myria und Jagold Riedkötter. Und schaue ich nochmal über die Schulter zu Ragnar, ob der noch was zu sagen hat. Nö, der würde sich auch gerade verbeugen. Wende mich dann um und stolziere voran hinaus. Ja, dort draußen erwartet euch der Rest der Crew, mit Ausnahme von Ephadaios, denn der befindet sich wohl am Hafen. Das ist das, was er sagte. Was möchte er dort tun? Bist früh aufgebrochen und ja, jetzt stehst du dort unten am Hafen, irgendwo in der Nähe des Ephad-Tempels und starrst auf die See. Ja, er wird dort in Gedanken versunken, über das nachdenken, was noch auf ihn zukommen wird.
sich aber dann auch seiner Verantwortung erinnern und versuchen, Kochbücher zur Verarbeitung von dem Neckarkraut zu finden. Und ja, dann ja, einkaufen gehen. Einkaufen gehen? Ja, also versuchen, dieses Buch zu finden. Aber wenn er das nicht findet, dann... Hast du denn Geld? Nee, aber das kann er ja dann zurücklegen lassen. Okay. Ja, also kannst du mir nochmal eine Gassenwissenprobe geben? Immer noch erschwert um 5, weil du in einer fremden Kultur, fremden Stadt und so rumläufst. Und ja, dann kannst du versuchen, ob du da jetzt die ersten Besorgungen für dieses Schiff machen kannst. Ja, das gelingt. Du findest da dann auch einen Händler, der offen hat, macht gerade auf und er verweist dich dann auch je nachdem an andere Händler weiter. Immer das, was du brauchst, also vom Kochbuch, dann hat er einen Freund und der Freund hat wieder einen Cousin, der Cousin hat wieder einen großen Bruder und ja, dann nach und nach werden sie dich dann da zutexten und dir verschiedene Dinge andrehen, die du brauchst oder die du nicht brauchst. Okay. Aber ohne Geld sind sie dann doch sehr enttäuscht und ja, wenn du sagst, zurücklegen lassen, werden sie einfach nur nicken, ja, wenn es weg ist, ist weg. Ja, also ich merke mir, wo es was gab und ja. Dass man da später wieder zurückkommen das kann. Das ist okay. Gut. Ja, draußen vor dem Iffentempel. Romilly. Kapitän? Habt ihr seine Gnaden der Verdallas gesehen? Ich hatte gehofft, dass er auch abgeholt werden würde. Nein, ich würde vermuten, er ist Richtung Hafen aufgebrochen heute Morgen. Nun gut, Ragnar und ich haben einige Kleinigkeiten im Rollenrand-Tempel zu erledigen. Wollt ihr uns wohl begleiten oder habt ihr zu tun? Da ich noch nicht weiß, ob die Reise für mich weitergehen wird und ob ihr noch Verwendung für mich habt, nun, warum nicht? Ja, Senor Schnattermoor, wir werden Sie doch sicherlich weiterhin brauchen können, nicht wahr? Sie ist eine ganz famose Adlerfrau. Aber Ogdan, wofür brauchen wir einen Adler auf See? Senor, sie kann Schiffe für uns aufspielen, die wir vorher noch gar nicht sehen. Könnt ihr das wirklich? Nun, meine Tiere können einiges entdecken. Ja, die Wappen von anderen Schiffen, wenn es natürlich ein schwarzes Segel oder ein blutrotes Segel ist, dann ist das nicht immer ganz klar. Es könnte natürlich auch Alanfana sein und keine Amarda von den Heptarchen. Ja, und dann können wir abdrehen oder auf sie zuhalten oder die Rotzen bemannen. Das ist ganz wichtig. Ich denke, wir haben schon so unnötige Mannschaftsmitglieder wie Ogdan dabei, da können wir auch jemanden wie Romilly mitnehmen. Grinst dabei Ogdan an. Senor Ragnar, ihr solltet als Dorwaller nicht so ein großes Maul haben. Ach, das war doch nur ein Witz. Ja, Witze gehen anders, Freund. Also ich fand's lustig, Freund. Und dann, willkommen an Bord. Aber erwartet nicht allzu viel im Sinne einer Bezahlung, wir sind in einem kleinen Engpass. Über die Bezahlung könnt ihr mit mir sprechen. Wolltest genau. Wissen, ist auch immer eine interessante Form der Bezahlung, nicht wahr? Nur wenn ihr so bezahlt werden wollt? Wie ich hörte, gibt es einiges Göttergefälliges zu erledigen. Da bin ich die Letzte, die sich da verweigert. Solange meine Tiere und ich nicht unbedingt hungern müssen, ist alles in Ordnung. Das sollte hoffentlich keins unserer Probleme sein. Sobald wir wieder an Bord sind. Also gut, Senores, ein neuer Witz, das muss sein, damit ich Ragnar erkläre, wie das geht. Kommt ein Torwalle in eine Taverne mit einem bunten Papagei auf der Schulter. Fragt der Wirt, wo hast du denn den her? Ich habe noch nie so einen schönen Papagei gesehen. Und daraufhin sagt der Papagei, aus Oldport, da ist alles voll von denen. Ha, ha, ha. Senor, ihr müsst wissen, was ein Papagei ist. Ein sprechender Vogel. Das ist lustig. Er ist cleverer als ein Torwaller. Sprechende Vögel. Interessant, wo gibt es diese Tiere? Die gibt es im Süden.
Faszinierend. Dann könnten wir auch gebrauchen. Wir sind cleverer als du, Ragnar. Das glaubst aber auch nur du. Er könnte dich gebrauchen. Das reicht jetzt aber, alle beide. Okay, noch eine. Geh in 2 Torwahl an einer Schenke vorbei. Bogdan. Heb dir das für die Messe auf. So, Ragnar, du schuldest mir noch 3 Huren. 3? Hatten wir nicht 2 ausgemacht? Signore, ihr wollt doch ein großzügiger Koch sein. Ja, richtig, ich bin ein großzügiger Koch. Romy, die wollte mich begleiten. Ich schau mal Jalan an. Wir jetzt sofort zum Bondra-Tempel. Ich denke, Ugdan hat noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ich werde euch nicht aufhalten, aber wenn ihr eure unheilige Rüstung wirklich wieder einfordern wollt, werde ich garantiert nicht für euch fragen. Warum nicht? Warum denn? Ja, also... Ragnar, es ist die Rüstung von Belharion Menning. Sie gehört vernichtet, eingeschmolzen, umgeschmiedet, was auch immer, aber nicht an den Körper eines göttertreuen Menschen. Aber sie wird auch umgeschmiedet. Ich werde diese unheiligen Zeichen durch Rondra-Symbole ersetzen. Klärt das mit dem Tempel ab. Das werde ich tun. Aber erst suche ich für Uck dann ein paar Huren, damit er auch mal wieder glücklich wird hier in dieser Kälte. Romili, wollt ihr uns begleiten? Nein, danke. Dieses Vergnügen überlasse ich dann doch lieber euch. Also gut, wir sehen uns dann wieder auf dem Rückweg. Schnick, schnack. Ja, damit stiefeln Ragnar und Ugdan los. Zurückbleiben alle minus die 2. Er mag reichlich unflätig sein, aber an Bord hat er seinen Nutzen. Bis jetzt. Es gibt schlimmere Herren als ihn. Und es scheint gar so, als könnte man sich dieser Tage seine Gesellschaft nicht aussuchen. Also dann, zum Rondra-Tempel. Ja, ihr geht die Straße runter, sind nur ein paar Meter, um genau zu sein, 20? 200? 200. Also gar nicht so viel, die Straße einmal runter und dann steht ihr wieder vor dem Tempel der Löwen. Geht ihr hinein und könnt dann im Inneren auch schon ein paar mehr Rondra-Akoluten, Rondra-Geweihte sehen. Hier ist wohl gerade eine ganze Menge mehr los, als es das noch gestern war. Und sie sind gerade dabei zu diskutieren. Wenn ihr hineinkommt, dann werden diese verstummen. Ah, Ritter Greifenmund vom Schnattermoor. Hoher Herr, tretet ein. Euer Ehrwürden. Wir sprachen gerade über euch. Ihr habt eine Nachricht bekommen. Die Magier wussten nicht genau, wie sie euch erreichen sollten und haben daher einen Jungen hierher geschickt. Euer abgegebener Magier wird wohl weiterhin untersucht werden. Aktuell haben sie allerdings noch keine Zeichen von Perversion gefunden. So sagten sie uns zumindest. Und ich brachte ihn ja nicht hier, weil ich eine Perversion vermutete, sondern weil er mit oder ohne seine Seele zu verkaufen mit dem Besitzer der Arche zusammenarbeitete. Das meinen wir mit Perversion. Also, was uns allerdings gerade viel mehr bewegt, ist, dass ihr eine weitere Nachricht bekommen habt von dem gleichen Jungen wie er von der Magierakademie. Und sie haben euch und eure Kameraden in das Rathaus einbestellt. Und zwar alle möglichst schnell. Sie sitzen dort wohl schon und beraten sich gerade über die Dinge, die ihr dort draußen erlebt habt. Ins Rathaus. Richtig. Die Struktur hier in Festum verhält sich so, dass wir keinen König oder so etwas haben, oder keinen Grafen, keinen Baron, sondern wir regeln das alles mit Räten. Klein oder groß, die Menschen, die etwas reicher sind, können sich hier natürlich auch einkaufen, aber die etwas wichtigeren Dinge, dann belangen wir sie nicht damit, sondern ich bin mir nicht ganz sicher, wer dort alles vorsitzen wird, aber wichtige Menschen, Magier, Geweihte. Ja, dann schaudert es ein wenig, spätestens als das Wort Einkaufen dann fällt. Nun gut, dann wollen wir die... Sammelt eure Männer, Frauen. Wollen wir die Leute doch nicht orten lassen. So soll es sein. Ja. Romilly.
Ja, bitte? Wollt ihr wohl nach seiner Gnaden suchen? Werde ich tun. Wo finde ich euch dann? Und wir treffen uns am Rathaus. Ich werde Ragnar wohl aus seinem Hurenhaus schleifen müssen. Findet sich das Rathaus hier in dieser Stadt? Weiß ich nicht. Direkt am Marktplatz, in der Mitte der Stadt. Hab Dank. Alle großen Straßen führen dorthin. Als Romilly sich gerade umdreht, um dann nach Ragnar zu suchen und auch Ephadaios, denn der ist immer noch verschwunden. Der hatte sich ja abgemeldet in Richtung Hafen, da müsste man ihn dann suchen. Zumindest eine grobe Richtung, die er mal hat. Kannst du erkennen, wie 5 Zwerge gerade in die Halle einmarschieren? Allesamt haben sie Zeichen eines Geweihten, eines Hochgeweihten angebracht und sie sehen sehr schmuck aus, möchte man meinen. Teilweise Angrosch, teilweise Ingrim geweiht. Brummelnd gehen sie an euch vorbei, an dieser kleinen Gruppe, auf die Rondrianer dazu. Also gut, dann zeigt uns mal das Stück. Lasst uns nicht warten. Gut, meine Herren, wir haben hier noch einiges zu tun. Ihr werdet alle wichtigen Details dann im Rathaus erfahren. Natürlich. Ich würde dann auch erstmal mit Romilly vermutlich die Halle verlassen. Könnt ihr das glauben? Rathaus. Niedere. Einkaufen. Zu Hause hätte es sowas nicht gegeben. Klingt gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig. Es sind Bauern, die man so lange nicht zurechtgestutzt hat. So sieht's aus. Frage ist, ob ihre Verwaltung denn funktioniert. Das vermag ich nun wirklich nicht zu beurteilen. Es geht nicht darum, ob es funktioniert, es ist nicht recht. Wir sind im Bornland, was auch immer hier recht ist. Nun gut, wir sollten zusehen, dass wir sie nicht allzu lange warten lassen. Schließlich sind wir hier zu Gast. Genau, dann sucht ihr den Herrn Ugdan auf. Und ich werde sehen, dass ich seine Gnaden finde. Sehr wohl. Ja, Ragnar, wo willst du denn mit Ugdan hin? In den Reihertempel? Ach Quatsch, erstmal geht's zum Markt. Zum Markt? Beim Markt wird dann erstmal 2 Kleidungsstücke für beide gekauft. Ein langer Mantel, um sich gegen die Kälte zu schützen. Und das zweite Kleidungsstück habe ich gerade vergessen. Ach ja, ein langer Umhang. Also nicht Umhang, also einmal so ein Mantel, den man um sich schnüren kann und einmal so ein fettes. Also eigentlich generell einfach nur schöne Kleidung, damit man nicht friert. Ja, mit irgendwie paar Tier, ja, Trophäen oben drauf angebracht. Wahrscheinlich so Zobelpelz oder Fuchs oder sowas. Und ja, ziemlich ausladende Kleidung, wie sie im Bornland eben üblich ist. Aber. Ja, und dann, wenn ich da diese Kleidung gekauft hätte, würde ich dann mal mit ihm da in irgendeine, also nicht unbedingt in den Raya-Tempel, sondern schon irgendwo, wo das niedere Gesindel rumläuft. Ja. Möchtest du vielleicht einen Goblin haben? Ein Goblin? Ja. Also ich glaube nicht, dass der Goblin den Gelüsten von Ugdan reicht. Wohl nicht. Aber ich würde tatsächlich einfach irgendwo ein Bordell, keine Ahnung, am Hafen oder so suchen. Genau, also in Richtung Hafen und in Richtung Goblinviertel wird es alles günstiger und schäbiger. Also wirst du höchstvermutlich irgendwo hier unten am Hafen sein. Ja. Ja, wunderbar. Dann. Bisschen Vorsprung hast du. Ja, dann würde ich ihm da 3. Keine Ahnung, ich würde ihm halt irgendwelche Frauen raussuchen, die wirklich nicht schlecht aussehen. Ja, alles klar. Irgendwelche, die ich auch überrutschen würde, wenn ich Interesse hätte. Habe ja, ich aber gerade nicht. Dann ist zufrieden, passt. Wunderbar. Ja, und ich würde mich dann einfach mal da irgendwie, keine Ahnung, zur Puffmutter wenden. Junge? Ja? Ich bin ein bisschen teurer, aber für dich mache ich dir bestimmt noch einen Extrapreis. Freut mich zu hören, mir geht es allerdings eher um Information. Und zwar, wo findet man hier so
harte Rausschmeißer-Jungs wie den hier vor der Tür. Das kommt drauf an, hast du vor, auch ein Etablissement zu gründen, oder? Nein, natürlich nicht. Ich würde dir doch keine Konkurrenz machen. Es geht um einen Einmaljob, würde ich behaupten. Und wie einmalig soll es sein? Also, an was genau hast du gedacht? Du kannst offen mit mir sprechen. Ich beiße, nur wenn du bezahlst. Nun, es geht darum, dass wir jemanden nachts besuchen und ihn einschüchtern wollen. Jemanden nachts besuchen? Also einen Einbruch, ein Raub? Nicht direkt Raub, nur jemanden einschüchtern. So im Stile, wir schleichen uns rein und packen ihm einen Schweineschädel in seine Bett. Oder einen so abgeschlagenen Pferdekopf. Ja, ja, Beispiel, ich kenne das schon. Sehr gut. Dann, ich glaube, dann werde ich Torwald und Ingwaldre fragen. Okay, dann besuch mich doch heute Abend wieder. Ich werde sie informieren und Siegwald werde ich auch noch dazu nehmen. Je nachdem, was du vorhast. Aber das bespreche ich doch am besten mit ihnen selber. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, dann würde ich ihr eine Dukat oder so geben für die Information. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Wunderbar. Ja, sie holt dann auch so ein kleines Zettelchen raus und macht sich ein paar Notizen darauf. Kannst also sehen, wie gesagt, wenn Füchsisch? Ah, interessant. Füchsisch, ja. Ich nicke lächelnd wissend und meine dann zu ihr, du musst auch nicht unbedingt dabei sein. Also wenn du hier irgendwas Wichtigeres zu tun hast. Glaubst du, dass ich mich selbst dazu stelle? Weiß denn ich? Natürlich nicht. Ich muss einen Puff führen. Natürlich. Also dann. Sie schüttelt so ein bisschen getäuscht den Kopf, so, oh, bin ich enttäuscht. Aber es ist halt gespielt. Ja. Ja, dann lächle ich ihr zu und sag ihr vielen Dank. Und ja, dann gehe ich erstmal wieder raus.